Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed 4 mit mir Razer Games. Ja, in der letzten Folge haben wir hier ein bisschen Remy. Lol. Sorry. Kann ich ihn nochmal umstoßen? Ja, haben wir ein bisschen Remy gemacht. Und in dieser Folge entern wir hier, wir sind natürlich quer mir den Dschungel. Würde ich sagen, legen wir mal los, oder? Hier so, steigen wir ganz gemütlich nach oben. Steigen hier ein. Okay, oder so. Sag mal, die haben doch in der letzten Folge einstimmig entschieden, dass hier alle mitkommt, oder? Naja. Alle haben entschieden, dass der Captain bescheuert sein soll. Jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Deswegen laufen wir jetzt mal hier nicht so schnell. Was ist das denn hier? Kann man nicht mitnehmen. Okay. Okay, nein, erstmal eine Kanone hier. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Uncharted. Da habe ich ja früher beim Sackerzahl geschaut, kann man ja sagen. Hallo. Und, erinnert mich gerade ein bisschen alles daran. Wobei das ja schon Jahre her ist. Kann ich hier die Leiter... was mache ich eigentlich gerade? Ich glaube, jetzt müssen wir hier... Ich probiere das nämlich gerade nicht so ein bisschen Shift-Modus, man im Prinzip. Ich muss es ja irgendwie. Sondern mit dieser Leertaste. Dann geht es irgendwie besser, habe ich gerade festgestellt. So. Wo ist unser Schiff? Unser Schiff ist weg. Okay, stört uns nicht. Dann macht der Captain es eben ganz alleine und jeder fragt sich, warum. Aber ist ja normal. So, hier Fragment, bevor es abhaut. So. Ey, wieso geht der nicht nach oben? Also muss ich auf diese Strickleiter oder was? Oh, ganz zufällig. Oh nein. Oh. Und jetzt ziehen sie uns runter, oder? Nee. Okay. So. Morsche Strickleiter hier, ey. Weißt du, bestimmt nicht bei Ikea gekauft. Also bei Ikea gibt es nur Qualitätsware. So. Ab hier müssen wir zwar, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Wobei, ich glaube, hier ist echt keiner mehr, oder? Dann können wir da noch ein bisschen rumrennen. Ah doch, da ist jemand. Alles klar. Leguan. Den Dschungel durchqueren, alles klar. Was? So. Wir plündern hier mal. Und nehmen die Leiche noch auf. Werfen die hier einfach mal ins Gebüsch. Irgendwie hier so. So. Bezweifle, dass hier überhaupt jemand noch vorbeikommt. Aber ne, man weiß ja wirklich nie. Ah. Wir plündern einfach mal alle Leichen. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Rauchbombe bekommen hier. Mal, komm, plündere doch mal. So. Gehen wir mal hier lang. Hier unten ist anscheinend auch noch mal jemand. Ja. Oh, oh. So. Den plündern wir. Schön Geld. Alles klar, den plündern wir natürlich auch noch. Dauert zwar alles ein bisschen länger, aber dafür haben wir dann ein paar Rohstoffe. Und bam. Und gleich ins Gebüsch. Ist doch perfekt.
So, wir plündern hier wieder. 18 R, ich weiß nicht, steht das für Rupien? Keine Ahnung. Vielleicht wird es bestimmt schon tausendmal erklärt hier. Alter, natürlich höre ich nicht zu. Was ist das denn hier? Ach, eine Spätladetextur. Alles klar. Alter. Alter, sieht das awesome aus. So. Ach, das. Ah, das Schiff hier. Kommen wir da runter? Ne, ach, guck mal, wir müssen hier lang. Oh Gott, ey, wenn das hält. Ohne Witz. Oh, es hat gehalten. Ohne Witz. Komm, wir gehen mal nach oben. Das sieht ja wohl sehr nach dem Weg aus. Okay, das war Fail. Egal. Artefakt nehmen wir hier mal eben mit. Ma, dann geht er immer auf den scheiß Baumstumpf und dann erst auf den Stein. Du ungelenkiger Spaß. So, oder Fragment. Ist ja dasselbe. So, hier schön die Sonne. Ohne Witz, das sieht richtig geil aus. Muss man echt mal sagen. Also da haben sie sich echt Mühe. Das sind ganz viele. Alles klar. Fuck. Alter. Okay. Ach, meine Mama ist leicht fertig hier. Die Pfadekanten, ja. Wo befinden sich ein Konflikt? Okay. Konflikt ist ja in erster Linie nicht so geil. Gewöhnlich. Dann gehen wir mal hier rein und zielen hier mal raus. Das war jetzt überhaupt nicht auffällig. Alles klar. Ich brauche nochmal. Ah, fuck. Oh nein, ich muss aus dem Kampf fliehen. Oh nein, tschüss. Ah. Scheiße, fuck. Oh, oh. Was war das jetzt gerade? Fuck. Oh, hoffentlich spawnen wir jetzt irgendwo, wo man einigermaßen sich nicht aufregen kann. Ja, erstmal gegen Müller mal treten. Das fördert. Spawn ihn jetzt. Ah, okay, das ist in Ordnung. Ich dachte irgendwie so, das wollen wir wieder am Anfang oder so beim Schiff. Aber zum Glück nicht. Zum Glück nicht. So, der Fuck, kann ich wieder da oben? Nee, okay. Also alles wird gespeichert, was wir bis dahin eingesammelt haben. Finde ich gut. So, vielleicht schaffen wir es auch diesmal mal sneaky. Okay. Alles klar.
So, wir lassen mal wieder ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Er erkennt uns dann. Wir schleichen jetzt einfach vorbei. Komm. Oh, es sind aber zwei. Zwei sind scheiße. Der sieht mich zum Glück nicht. Okay, gut. Und gleich in den Busch. Alles klar. Da oben ist ein Artefakt. Kann ich doch noch später mitnehmen, oder? Das ist doch hier eine offene Welt, glaube ich zumindest. Ja, das soll echt schon eine offene Welt sein. Das ist ja Assassin's Creed. Fuck, fuck, fuck. Ich muss eben was anderes auswählen. Alter, wie krass ist der denn? Alter, jetzt hat er mich da... Oh, nee, ey. Oh, weißt du was? Ich schieße jetzt einfach alle tot. Ist mir jetzt egal. Oh, jetzt darf ich hier wieder den Kack machen. Yay. Ja, egal. Wieso kann ich eigentlich nicht hier durch? Du wirst doch locker überleben. Na, egal. Aber es hat nicht so vorgesehen, deswegen lasse ich das auch, weil wahrscheinlich sterbe ich dann da unten sowieso. Oh Gott, Leute, ey. So. Beuten ihn noch eben. So. Okay, alles klar. Ach, guck mal, ich komme hier auch über den Ast drauf. Das ist ja überhaupt nicht auffällig, aber ich glaube, ich sehe uns denn sowieso nicht. Wenn man einfach mal ein bisschen leise ist. Dürfte das eigentlich... Bam! So, wir schalten den Klingen, ansonsten kann man nämlich gar nichts anfangen. So, da hinten ist Stutz besoffen, der merkt gar nichts mehr. Alles klar. So, wir gehen hier wieder rein. Der hinten merkt echt nichts. Alles klar. Okay, jetzt komm. Komm. Komm, komm. Hallo, mach doch was! Hat sich gerade selber ausge... Nee, doch nicht. Okay. Schade. Ist ja ziemlich lustig. Boah, wie geil war der denn? So, und ist jetzt nicht mal... Komm, speichere doch mal bitte irgendwo. Hallo, speichern. Speichern, hallo. Oh Mann. Okay, er speichert. Ich den Kämpfer verwickeln lassen. Du kannst per Luftattentat töten.
Genau, ey. Hier soll ich mich vorbeischleichen. Aber es geht. Eigentlich, wenn man sich so hinten lang geht. Komm mal her, bitte. Alles klar. Okay. Ich spam einfach immer X. Das geht eigentlich ganz gut. So. Also nicht den Camper verwickeln lassen, haben wir schon mal erfolgreich nicht geschafft. Alles klar. So, komm. Geh mich auf die Eier, ey. Und... Fuck, hat nicht geklappt, glaube ich. Ah doch. Okay. Und den sollen wir jetzt per Luftattentat töten. Ich muss mal schnell weg. Scheiße. Hallo? Fuck. Scheiße. Ja, es ist immer blöd, den Kämpfen bin ich immer so ruhig. Das probiere ich eigentlich immer zu vermeiden. Ja, das geht leider so schlecht teilweise. Das ist immer ein bisschen schade eigentlich. Probier es hier nochmal von dieser Seite vielleicht. Wir müssen sehr voll gesehen haben, aber gut. Wir können eigentlich auch hier mal das Adlerauge einsetzen, ganz ehrlich. Fuck. Wir lassen den mal weiter weggehen und dann machen wir hier das hier. Dann. So. Und wieder zurück in unseren Busch. So. Ja, was ist denn los? Wieso liegt er hier tot rum? War bestimmt nur ein Herzinfarkt, ich weiß es nicht. Oh. Wieso ist noch ein Gegner, den wir markieren müssen? Das ging, glaube ich, nur bis zu 10. So. Okay, den hauen wir auch noch weg hier. Bald schaffen wir es nämlich echt von dieser Seite aus. So. Weil ich möchte eigentlich schon ganz gerne zuerst hier alle im Nacken dann später fertig machen. Also nicht, dass wir noch auf dem Schiff stehen, dann kommen alle von hinten. Bescheuert war das denn gerade? So. Das haben wir ganz easy, okay. Scheiße. Oh fuck. Alles klar, der ist dann glaube ich auch gleich tech. Alter, wie gut sind die denn?
So. Da oben ist auch noch jemand. Also wie gesagt, erstmal alle hier in der Verteidigung durchbrechen. Alter Fall. Ach, die spawnen sowieso immer neu, glaube ich. Ach, das ist auch scheiße, wenn die immer neu spawnen. Dann gehen wir ja mal übers Meer rein. Oh, da unten ist jemand. So, der hat mich dann doch schon ein bisschen arg gestört. So. So. Schon, was ist so gerade? Mein. Und scheiße. Einen haben wir noch gekommen. So, den haben wir hier gesagt reingelegt, aber wäre gar nicht nötig gewesen, denn hier sind sowieso keine Zeugen mehr. Ah, doch, da hinten noch ein paar. Und da unten auch noch einer. Oh mein Gott. Müssen wir uns aber leise killen, sonst haben wir ein Problem. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Wasser-Action. Untertauchen. Da geht ins Wasser. Okay, alles klar. Schwimme eben außen rum. Wobei, nee, ich möchte eigentlich erstmal die anderen hier auch fertig machen. Weißt du, wie gesagt, eher erst alle da hinten und so fertig machen, anstatt dann im, später in deinem Hinterhalt festzustellen, verdammt. Wie kacke war das denn gerade, Mann? Wieso? Alter. Alter. Okay, ist perfekt. Vollidiot. Oh komm, go go. Er ist tot, alles klar. Alter, okay, wir plündern hier mal eben. Das Adlerauge aktivieren, alles klar. Ich möchte aber ganz ehrlich, ich möchte zuerst hier ins Boot, okay. Komm, das. Wo ist denn der Typ? Da hinten? Ich hab eine Idee. Da unten ist doch auch ein Soldat. Also wir gehen jetzt also ganz gechillt nach unten. Und töten dann erstmal, weißt du, wir müssen auch hier erstmal die Wachen töten. Das haben wir nämlich ein richtiges Problem. Weil wenn nämlich denn alle auf uns zukommen, dann ist schlecht. Deswegen, ne? Blutsam vorgehen. Assassin's Creed 4 ist extrem viel Schleichen, habe ich festgestellt. Dachte ich ehrlich gesagt gar nicht, so als ich das mir gekauft habe. Wir lichten Anker vor Sonnenaufgang. Ja, dann macht mal. Aber du nicht mehr. Lol, wann? Mach das Schwert, mach dir gerade ein bisschen Dubstep. Alto! Quiero hablar.
Okay. Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Alter. Es macht sich wirklich gut. Siehst du, Peter? Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Doch ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der Unteren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde, abgeschafft! Eine freie und offene Welt, ohne Parasiten wie dich! Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance! Mieser Tod, ey, mein Gott! Jetzt haben wir ein Schiff, verdammt! Jetzt haben wir ein richtig großes Schiff! Die Bucht gehört uns! Alter, ist das Ding groß. Ja, wir haben beides nicht geschafft. Egal. Ein Piratenleben für mich. Haben wir geschafft. Ich weiß gar nicht, wie lange geht die Story. Hey. Oh. Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Ein Begrüßungsgeschenk. Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr 11. Oh. Bonjour. Natürlich. Richtig aus. Nun, Olivier will Sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Suivez-moi. Folgen Sie mir, alles klar. Nicht schwer zu finden, aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Deshalb hat unser Tool-Team eine tolle Karten-App entwickelt. Auf Ihrem Kommunikator. Ich habe Oliviers Büro schon eingegeben. Das finden Sie leicht. Oh Mann, ey. Ich hasse dieses Real-Life-Zeug hier. Olivier ist echt nett, der weiß nicht. So, komm. B. Ja. Hallo? Hi? Test, Test. Funktioniert das Ding? Hier ist John aus der IT. Wir kennen uns schon. Ich habe deinen Animus kalibriert. Als wie geil das aussieht. Ich bin so eine Art Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Ich mach den ganzen Technik-Kram. Hast du eine Minute oder... verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Okay. Ich piep dich an, wenn du fertig bist. Ich muss dich um was bitten. Oh, Krankenwagen vor meinem Haus. Ich meine nicht in 1715, sondern in Neuzeit. So. Weil ich warte kurz, bis der Krankenwagen vorbeigefahren ist. Dass er in die Sequenz kommt. Und dann... So, okay. Hast du mir unsere geile Karte? Naja, solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben, möchte ich unser Flaggschiff nicht gefährden. Edward Kenway ist... Aber so hat Hollywood auch einmal angefangen, oder? Mit Piratenfilmen. Douglas Fairbanks, Errol Flynn und jetzt haben wir Zugriff auf das echte Material. Oui, oui. Was sagst du für Bücher? Wir besprechen das alles bei der Aktionärssitzung. Gut. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Mach's gut, Letitia. Kann ich hier mal zum... Hey, danke, dass Sie kommen. Nee. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Ich erkunde jetzt. Also, ich habe Ihre Daten überprüft. Ziemlich starker Tor. Krass. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen. Geben wir Edward doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Eine schöne Stadt, nicht? Aber welche Stadt ist das denn? Der Hauptgrund, warum ich Sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatorium. Er wurde bereits mehrmals in Ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden.
Wenn es nach mir ginge, on s'en crisse, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie allen Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh, das Telefon. Da muss ich rangehen. Ich gehe ran. Später. Bonne journée. Allez, bonjour. Oui, oui, oui. Tout va bien. Naturellement. Die eigene Animus Workstation erreichen. Ach ja, ich hasse dieses Real-Life-Gedöns-Zeug da, wie auch immer. Hi, John aus der IT nochmal. Hast du eine Sekunde? Gut. Ich setze einen Wegpunkt auf deiner Karte. Also, eine Kollegin von dir ist seit heute im Urlaub und hat vergessen, dass sie mir noch ein Video schicken wollte. Mit allen anderen auf der Etage komme ich nicht klar. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Kannst ja. Kannst du den Teil von ihrem Computer kopieren und dem Kurier geben, wenn er kommt? Ist ganz einfach. Du gehst nur zu ihrem Animus rüber, loggst dich ein und überträgst die Datei. Easy. Und beeil dich bitte, bevor ich einen Grund finde, dich auch zu hassen. Alles klar. Toll. Ich möchte die Folge noch nicht beenden. Ich mache es einfach so lange, wie ich möchte. Kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man nicht Sicherheitsfreigabe Stufe 1 hat. Hast du jetzt auch. Missbrauche sie nicht. Ah, okay. Log dich ein und ich führe dich da durch. Hier mit B. Ah, okay, alles klar. Musst du den Kern umgehen, um an die Daten zu kommen. Wenn du soweit bist, wird dein Kommunikator die Daten automatisch herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Was? Den Kern umgehen? Warte mal. Spieleravatar. Wahrscheinlich für Endlosschleife. Teleportieren. Warte, zieh bewege die Daten in der Endlosschleife rund um die Kugel. Ah, okay. Okay. Jetzt muss ich also den Scheiß finden. Ah, alles klar. Ah, okay, also immer da, wo ich dann einfach irgendwie drehen würde. Jetzt lädt es die Datei runter. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich meiner Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. Ja, die genauso viel bringt wie die Windows-Firewall. 20. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fisher Case über Subjekt 17, das mit Miles. Das Objekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das heißt, das mit meinem Stirb, das heißt, man wurde gerade hart gespoilert. Okay, alles klar. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab, Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mit Hilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Okay. Ein Team zur Probeentnahme beschreibt, wie die Überreste von Subjekt 17 zum Sample 17 Projekt eingesammelt wurden. Ja, auswählen. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fisher Case über Subjekt 17, das mit Miles. Das Objekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Ja, toll. Nein. Kommunikator schließen. So. Hey, du bist ja besser, als ich gehofft hatte. Und jetzt im Eilschritt runter in die Lobby. Na los. Also, die Datei, die du besorgt hast, du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön. Sobald du sie abgegeben hast, tu so, als wäre das nie geschehen, okay?
Nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht. Wie auch immer, der Kurier wartet unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal. Sei kein Kollegenschwein, hm? Außer du kannst nicht anders. Ach, das ist doch verrückt. So. Okay, jetzt müssen wir die Saat also zum Kurier bringen. Weißt du, dieser Job ist weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Du brauchst noch mehr Übung. Was? Nein. So. Oh, wer kommt denn da? Sie haben's also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Ja. Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Ist demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Zum Animus zurückkehren, alles klar. Da kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Du tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im Piratenleben. Ja, den habe ich auch bisher. Ich muss sagen, ey, ohne Spaß, was Ubisoft da kreiert hat, das ist auch echt krass, ohne Witz. Mit diesen ganzen, dieser offenen Welt, diesem Wasser und diesen, oh, das ist so awesome alles. Und diesen Sitzen. So, Sample 17 kann ich mal. Ich möchte jetzt hier wieder zu Edward. B. So. Oi. Wo willst du hin, zum Markt? Nein, ich... Meine Eltern baten mich, zu ihnen zu ziehen. Und das werde ich. Wie meinst du das, zu ihnen ziehen? Du lebst hier, bei mir. Bitte verzeih, Edward. Doch mein Vater hat recht. Du hast doch genug verdient auf dieser Farm. Warum kannst du dich damit nicht begnügen? Mit mir. Genug verdient? Diese Arbeit war gottverdammte Ausbeuterei. Willst du den Rest deines Lebens mit deinen Bauern verbringen? Lass gut sein, Edward. Schon gut. Wenn du jetzt gehst, Caroline, wirst du nie wissen, was hätte sein können. Caroline! Caroline! Ja, gerade verlassen worden. Oh, ich drücke gerade unter Knopf auf dem... Was soll ich machen? Great Inagua, März 1716. Ist Thatch da? Der brach heute mit der Galeone auf. Er glaubt, wir finden selbst eine gute Verwendung für diese alte Bucht. Ei, wir machen schon noch was draus. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten. Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Weib, hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Sie verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich. Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als Saufen und Plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. Alles klar, das ist wieder gespawnt. Was haben wir, unser Schiff? Dieses riesige Schiff da, dieser Flotte, die können wir, glaube ich, nicht... Was? Entfernung vom Ziel? Ach lol, wie folgen. Okay. Ich dachte, wir hätten jetzt wieder Mission abgeschlossen, aber stimmt, dann wäre wieder dieser Bildschirm gekommen. Alter, wie schnell ist denn die? Der, wie auch immer. Das. Weil ich muss unbedingt auch so einen Posten einnehmen, ansonsten sehe ich ja gar nichts. Ja, ich folge. Das musst du sehen. Leute, das ist voll die geile Höhle, ey. Aber in der Höhle ist es denn nicht so. Ja. Bin gerade auf dem Weg. Was denn? Ach so, diese Säule. Ja, das ist Stein. Komische Dinger, oder nicht? Alt und verwittert. Ist das von diesen Maya? Oder den Azteken? Kannst du gut rätseln, Edward? Denk- und Knobelspiele und dergleichen?
Nicht schlechter als jeder andere. Warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wäre ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Klettere auf dieses Ding hier, in Ordnung? Hilf mir, was zu lösen. Konzentriere dich auf all deine Sinne. Alles klar. Sehe Schall und Schatten. Tief in die Materie. Was siehst und hörst, eine Art Schimmer. Einen Schimmer? Du verstehst mich? Ich denke ja. Ich habe es bereits gesehen. Ein Leuchten wie das Mondlicht auf dem Meer. Ich werde jetzt hier die Folge mit pausieren. Beenden. Ja, genau. Vor allem pausieren. Wir sind in der weiteren Folge. Wahrscheinlich haut sowieso keinen mehr zu. Wenn noch jemand zuschaut, dann schreibt es rüber in die Kommentare. Dann werde ich auf jeden Fall ziemlich geil von euch. Dann in der geile Community. Aber ich würde sagen, wir müssen uns aber noch weiter folgen. Das ist jetzt ein Gefühl. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.